Ja. Ruhig, Bruder. Er will den Grabwandler? Ja. Ist die schwarze Hand gekommen? Einer seiner Schergen. Er ist gekommen, um uns zu jagen. Lass mich meine Männer versammeln. Mit den Dienern Saurons kann sich keiner von euch messen. Führt eure Männer aus Mordor heute Nacht, oder ihr seht den Morgen nicht. Es gibt einen versteckten Tunnel zum Schwarzen Tor. Erin, es ist Zeit. Leb wohl, mein Freund. Die Häuptlinge haben diesem Frevel einfach tatenlos zugesehen. Sie starben alle in der Schlacht, mein Herr. Alle außer mir, Häuptling Redback. Was für ein Zufall. Du hast es überlebt. Nun. Bring mir den Kopf dieses Grabwandlers! Hol ihn dir doch selbst. Der Waldläufer vom Schwarzen Tor. Wo war dein Mut, als wir dein Weib geschächtet und deinen Sohn aufgeschlitzt haben? Tötet ihn! Ist das alles, was du kannst, Grabwandler? Ich zeige dich! Tritt zurück und lernt die Kunst des Mordens. Tötet ihn, ihr Nichtsnutzen! Auf, Augs! Waldläufer, Zeit zu sterben! Ich töte dich! Überwältigt ihn! Ist das alles, was zurück an die Arbeit, ihr Maden? Geht schon! Jetzt teile ich die Hiebe aus. Waldläufer, Zeit zu sterben! Fügt ihm nun den Todesstoß zu und beweist mir euren Wert, Abschaum! Ist das alles, was du kannst? Dies ist nicht deine Zeit. Ich zeige dir, was wahre Schmerzen sind. Du magst aus dem Grab gestiegen sein, doch nun sollst du für immer ruhen. Trete zurück und lernt die Kunst des Mordens.
Zurück in die Erde, Grabwandler! Zurück in die Erde, Grabwandler! Schlag ihn nieder! Tötet ihn, ihr nichtsnutziger Haufen aus! Jetzt heule ich die Hiebe aus! Dies ist nicht deine Zeit. Zurück an die Arbeit, ihr Mann. Geht schon. Ist die Dunkelheit nicht ach so süß? Dein Handeln war mehr als vorschnell. Wir hätten noch viel erfahren können. Er hat meine gesamte Familie vor meinen Augen ermordet. Was hättest du getan? Sprichst du auch mit den Lebenden? Oder bloß mit den Toten? Wer bist du? Mein Name ist Litariel. Ich stamme vom Nonnenmeer. Meine Mutter sagte, du würdest kommen. Bist du. Nun, Litariel vom Nonnenmeer. Du wärst besser geblieben, wo du warst. Hier gibt es nichts außer dem Tod. Lady Marvin, die Königin des Meeres, wünscht dich zu sehen. Sie sah dein Unglück in ihren Visionen. Eine Königin mit Visionen? Visionen über die Rückkehr des großen Celebrimbor. Sie möchte ihm etwas darbieten. Und was will sie ihm darbieten? Das weiß ich nicht. Ich muss Vorräte sammeln. Der Rückweg nach Nurn ist lang und gefährlich. Mein Lager ist in der Nähe. Es wäre mir eine Ehre, dich zu begleiten. Wir haben den Hammer Saurons besiegt. Doch noch fehlen die Schwarze Hand und der Turm. Und ihr Herrscher. Der Geruch von frischem Fleisch lockt stets die Wildtiere herbei. Und die streifenden Rudeln umher. Wir sollten gehen. Sofort. Die Königin wird froh sein, dich zu sehen. Wir sind da. Ich
Lady Marvin, Königin des Meeres. Mutter? Der gefallene Waldläufer des Schwarzen Tors. Komm her. Eure Tochter sagt, ihr hättet etwas für mich. Nicht für dich, Talion. Es bleibt nicht viel Zeit. Schon bald wird der dunkle Herrscher mit seiner Armee ganz Mordor einnehmen, aber eine starke Macht kann erweckt werden, um ihn aufzuhalten. Bin ich deshalb hier? Begib dich zu Morgoths Narbe. Entwende das Elbenwerk von den Ghulen und finde den Zwerg. Halte durch. Welches Leid plagt deine Mutter? Niemand weiß es. Seit ihren Reisen geht es ihr noch schlechter. Gibt es kein Heilmittel? Es gab eins. Doch unser Lager wurde überrannt. Schwarzen Tor zu kommandieren. Ich wollte es ablehnen, aber ich werde euch beide dort verstecken. Vielen Dank, Kallas. Ich tue das nicht für dich, sondern für meine Tochter. Ich muss den Weg zu Morgoths Narbe finden. Womöglich können wir die Spur der Ghule an der geplünderten Karawane, die wir sahen, zurückverfolgen. Siehe die Steine aus halb vergessener oder halb erinnerter Vergangenheit. So viele tote Uruks. Ich sollte den Ghulen danken, bevor ich sie töte. Ghule sind Aasfresser. Sie rauben alles, doch lassen eines zurück. Ich muss den Spuren des Ghuls folgen. Da ist unsere Spur. Ihr Menschen seid so schwach. Wie führen wir Marvin?
Dieser Boden ist mit Blut befleckt. Dann muss dies wohl Morgoths Narbe sein.